Juhu, hier ist Joni on Air, der Podcast für mehr Leben im Leben. Hier geht es um alles, was dich und mich raus aus dem Funktionieren bringt und rein in die Ekstase. Wenn du tiefer einsteigen willst, dann komm in meine Online-Community Kalis Kuss, wo wir das Ding mit der Ekstase praktisch erforschen und vertiefen. Und als letztes noch der Disclaimer, bitte beachte, dass meine Arbeit nicht therapeutisch ist und keine Form von Therapie ersetzen kann. Wenn du meine Tools anwendest, dann tust du das in voller Eigenverantwortung. Okay, und jetzt viel Spaß! Ja, was ist Ekstase? Ich möchte es mal in einem Bild beschreiben, auch wenn es gar kein Bild ist, sondern tatsächlich, was in uns passiert. Und zwar, vielleicht kennst du Vogel- oder Fischschwärme. Das heißt, es gibt ja so Naturaufnahmen, häufig dann so irgendwie zu Symphonien, die so unfassbar schön sind. Zum Beispiel Fischschwärme im Ozean, wo du in Zeitlupe siehst, in was für einer Perfektion Tausende und Tausende von Fischen sich in einem Fischschwarm formieren. Und dann tatsächlich gibt es so diese Frage, du guckst dir so einen Fischschwarm an, du guckst dir so eine Naturaufnahme an von diesem Fischschwarm in dieser göttlichen Eleganz und Schönheit. Und dann stehst du davor und sagst so, woher wissen die Fische, dass die jetzt alle gerade nach links schwimmen sollen und jetzt nach rechts? Und diese Frage kann sich tatsächlich nur ein Mensch stellen. Nur ein Mensch hat die Idee, einer hat das Sagen und alle anderen folgen. Und weil der das Sagen hat, ganz besonders doll das Sagen hat und alle anderen ganz besonders doll folgen, sieht das Ganze jetzt so schön aus. Statt dass wir sehen, das Ganze ist deshalb so schön, weil es kein Führen mehr gibt und kein Folgen. Das Ganze ist deshalb so göttlich und perfekt, weil sich diese Hierarchie, dieses Zentrum aufgelöst hat. Mit anderen Worten, Ekstase entgrenzt. Ekstase dezentralisiert. Ekstase ist die freigelassene, spontane Selbstorganisation einer Fischansammlung, wenn die einzelnen Fische sich in dem größeren Ganzen voll reingeben, sich nicht verlieren, aber trotzdem voll Teil des Ganzen sind. Dadurch übernimmt eine Schwarmintelligenz. Warum sage ich das? Ja, diese Fische in diesem Fischschwarm haben ganz bestimmt eine ziemlich ekstatische Zeit. Aber wenn wir Ekstase erleben, verhält sich unsere Lebensenergie genauso wie in einem Schwarm. Du musst dir vorstellen, wenn wir jetzt erstmal so durch unseren Alltag gehen, dann ist hier mein kleines Kind, dann ist hier die Businesswoman, dann ist hier die frustrierte Ehefrau, dann ist hier die glückliche Tochter, dann ist hier die Freundin, die sich gerade irgendwie neu verliebt hat oder. Das heißt, wir haben lauter fragmentierte Einzelteile. Dann habe ich die verdrängten Erlebnisse aus der Kindheit, dann habe ich meine Wünsche für die Zukunft, dann habe ich meine Angst vor der nächsten Woche. Weißt du, ich habe 1000 verschiedene Schichten in mir und halte alle schön auseinander. Wunder mich am Ende des Tages, warum ich ein bisschen wenig Energie habe. Naja, weil ich den ganzen Tag verschiedene Ebenen von mir auseinanderhalte. Und wenn ich all das wieder aufeinander sich Bezug nehmen lasse, wenn ich mit meiner Vermeidung, wenn ich mit meiner Fragmentierung aufhöre, dann rauscht alles in mir wieder zurück in eine Schwarmformation. Mit anderen Worten, Ekstase ist das, was ich erlebe, wenn ich aufhöre, künstliche Inseln aus mir zu machen. Wenn ich aufhöre, mich zu fragmentieren. Und wenn ich dadurch wieder zurückrausche in eine spontane, göttlich elegante, wundervolle, orgasmische Selbstorganisation meiner Lebensenergie. Hört sich grandios an. Das noch viel grandiosere ist, so ist das für uns alle. Das hat nichts mit mir zu tun. Das ist bei uns allen so. Was ist der Nachteil? Wir alle heutzutage sind die Söhne und Töchter einer Kultur, die definiert ist als Fragmentierung. Kulturelle Konditionierung, Erziehung, Schulsystem, all das baut darauf auf, den Menschen systematisch zu fragmentieren. Nicht aus böser Absicht. Nicht mit dem Gedanken im Hinterkopf, oh, wir müssen die Kinder fragmentieren. Aber das ist unweigerlich die Matrix, in die hinein wir geboren werden und in der wir aufwachsen müssen und an die wir uns anpassen. Das heißt, eine Herausforderung, Ekstase wiederzufinden, ist, du musst fundamental Kultur verlernen.
Und je mehr Kultur du verlernst, desto unweigerlicher wirst du wieder ekstatisch. Das ist eine Herausforderung. Alles, was diese Kultur dir beigebracht hat, so bist du richtig, so bist du liebenswert, dafür mögen wir dich, dafür geben wir dir Geld. All das darf dir auf einer Ebene nicht so viel bedeuten wie die innere Ekstase. Das nächste ist, wir haben sozusagen ein schwaches Feld. Die Lobby für Ekstase ist ziemlich klein in dieser Welt. Die Lobby für die Nicht-Ekstase ist milliardenfach gestärkt jeden Tag. Die Lobby für die Ekstase, das ist ein ziemlicher Affront. Ekstase beendet dein Funktionieren. Ekstase macht, dass du nie wieder richtig bist. Aber du glaubst auch nicht daran, falsch zu sein. Ekstase zersprengt die Konzepte. Und ich halte es für unsere schönste Pflicht in dieser Zeit, in der so viel Leiden präsent ist, global und individuell, dass wir trotzdem es wagen, wieder in die Ekstase aufzubrechen. Denn wenn wir die Ekstase wiederfinden, dann finden wir wieder, wie sich die Lösung anfühlen soll. Dann finden wir wieder, wie kann das sein, wenn ein Individuum nicht leidet? Wie kann das sein, wenn eine ganze Menschheit nicht leidet? Und wir müssen einen Geschmack der Lösung haben. Sonst werden wir immer nur strampeln, um den Planeten zu retten. Aber wir werden ihn nicht retten, weil wir gar nicht wissen, in welche Richtung wir hier paddeln sollen. Wir haben keine Referenzerfahrung für Ekstase. Das heißt, ich möchte alle Menschen einladen, auf welchen Wegen auch immer, Ekstase, Freiheit, Lebendigkeit wiederzufinden. Denn je mehr Menschen von uns es umso häufiger erleben, desto mehr werden wir Referenzerfahrungen für so soll sich die Lösung anfühlen, für uns alle bereithalten können. Und eine wunderschöne Einsicht aus dem Fischschwarm oder dem Vogelschwarm ist, der einzelne Vogel ist immens wichtig und vollkommen unwichtig. Der einzelne Fisch verkörpert die Eleganz des Ganzen. Wenn wir das übertragen, dein individuelles Nervensystem ist der Makrokosmos, ist das Kollektiv. Du bist die ganze Menschheit. Und gleichzeitig bist du die ganze Menschheit, indem du nur du bist. Der Mikrokosmos eines individuellen Nervensystems ist der Makrokosmos der gesamten globalen Situation. Und deshalb ist wichtig, dass dein Mikrokosmos Ekstase wiederfindet. Denn dann kennt dein Mikrokosmos die Matrix der Lösung. Und von dort geschieht das, was ich bezeichne als den heilsamen Flächenbrand der Ekstase. Hey, toll, dass du dir hierfür Zeit genommen hast. Danke dir. Bitte teil diese Folge mit allen Menschen, für die Juni on Air interessant sein kann, und eine positive Rezension wäre fantastisch. Alle weiteren Infos und aktuellen Termine zu meiner Arbeit findest du auf ilanstefani.com und du bist in meiner Online-Community Kalis Kuss natürlich von Herzen willkommen.